Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder eure rollende Reporterin Rea. Im Moment bin ich zu Gast im Barut Acanthus & Szene Collection. Das liegt in Siede und ist circa 2 Kilometer von Siede, Altstadt und Hafen entfernt. Und jetzt nehme ich euch einmal mit durch das Hotel. Das Hotel hat insgesamt 160 Zimmer und im Moment sind hier circa 60 Gäste. Okay, dann rolle ich mal mit euch los. Hier ist praktisch der Haupteingang. Das Hotel ist wirklich sehr edel und geradlinig, aber mir gefällt das sehr gut. Auch das Ambiente. Hier ist praktisch die Lobby, wo man reinkommt. Da ist die Rezeption. Und jetzt rolle ich mit euch einmal am à la carte Safran vorbei und einmal in die Lobbybar. Hier ist das à la carte Safran. Da durfte ich gestern Abend essen. Sehr, sehr lecker und sehr zu empfehlen. Hier ist das Panora. Das ist praktisch die Lobbybar, wo man abends sitzen kann. Cocktails trinken kann oder Wein oder Cola, was man halt möchte. Aber ich finde, hier stimmt einfach alles. Das ganze Ambiente, dieses geradlinige, das gefällt mir persönlich ja total gut und die Atmosphäre auch wirklich mega schön. Auch das Hygienekonzept, gerade was die Covid-Maßnahmen angeht, wird hier zu 100% umgesetzt. Hier sitzt die Guest Relation. Da ist der Kids Club. Und hier ist eins der Handicap-Zimmer. Und hier ist das zweite Handicap-Zimmer. Ich fahre jetzt ein Stockwerk tiefer mit euch. Heute ist es sehr kalt hier bei uns. Es ist zwar sonnig, wir sollen auch 10 Stunden Sonne haben heute, aber nur 6 bis 7 Grad. Ich roll jetzt erstmal mit euch an den Swim-Up-Zimmern vorbei und raus, einmal Richtung Strand und dann roll ich nochmal hier drinnen mit euch rum. Hier ist einmal der Spa-Bereich. Der Spa-Bereich Massage Hammam hat im Moment nicht geöffnet, aber Fitnessstudio hat geöffnet und das Hallenbad hat auch geöffnet. So, hier ist einmal das Hallenbad, wo man sehr gut schwimmen kann. Hier drinnen gibt es keinen Lift für Rollstuhlfahrer, aber draußen am Pool gibt es einen Lift für Rollifahrer, dass man als Rollifahrer oder Mensch mit Handicap auch draußen in den Pool gehen kann.
einmal das Fitnessstudio. Hier zu meiner Rechten sind jetzt die ganzen Schwimmabzimmer. Die Schwimmabzimmer sind auch bis April beheizt. Die haben 28 Grad. So, jetzt rolle ich einmal mit euch raus. Da rede ich dann nicht so viel, weil das ist sehr windig. Aber dann rolle ich mit euch wieder rein und dann gucken wir uns noch mal das Lavazza an. Friseur, Supermarkt, Juwelier. So, als erstes rolle ich mit euch zum Strand. Hier ist auch schon mehr jemand, der guten Morgen sagt. Hier sieht man die Swim-Up-Zimmer von außen. Und die ganze Anlage ist mega gepflegt. Wirklich Wahnsinn. Allein der Rasen. Wahnsinn. Da hinten ist auch noch ein à la carte Restaurant. Beziehungsweise Beach Restaurant, das Rocker. Das hat jetzt natürlich nicht geöffnet. Mal sehen. Aber wie gesagt, wenn man da abends bestimmt sitzt bei schönem Wetter, herrlich, aufs Meer schaut, traumhaft schön. So, ich zeige euch einmal den Strandabschnitt. Wie gesagt, wirklich strahlend blauer Himmel, aber sehr, sehr kalt. Hier ist praktisch der Strand von Barut Acanthos in Zenit. Der Strand in Side ist ja allgemein etwas schmaler und auch dunkler. Ja, das war der Strandabschnitt. Jetzt rolle ich mit euch einmal um den Pool. Aber guckt euch das mal an, wirklich wunderschön. Beziehungsweise ist das eine Bistro-Lounge, wo man dann, wenn schönes Wetter ist, auch leckere Sachen essen kann. Dafür, wenn gutes Wetter ist, auch Show statt, beziehungsweise Spiel. Thank you.
dann als Mensch mit Handicap ins Wasser. Ich persönlich kann das Hotel für Menschen mit Handicap weiterempfehlen. Hier wird wirklich auch alles für einen Mensch mit Handicap und für alle anderen Gäste getan. Hier werden wirklich Wünsche erfüllt und ganz, ganz toll. Man hat hier keine weiten Wege, man ist überall schnell, gerade als Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Rollator. Also wirklich top. Beide Daumen hoch. So, jetzt lasse ich hier noch einmal den Blick schweifen und dann rolle ich mit euch rein und zeige euch nochmal, wo Friseur ist und das Lavanza und das eigentliche Hauptrestaurant. Aber das ist im Moment geschlossen. Der Block, wo das Hauptrestaurant ist, ist im Moment auch ganz geschlossen, weil halt nicht viele Gäste da sind und deswegen ist nur ein Block auf. Was ja auch ganz verständlich ist. Ja, da rolle ich mit euch jetzt nochmal lang und dann werde ich mich auch verabschieden. Das Handicap-Zimmer hattet ihr schon gesehen und das ist wirklich super durchdacht. Also selten so ein tolles Zimmer für Menschen mit Handicap gesehen. Da hat sich jemand ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Auch dafür beide Daumen hoch. So, zu meiner Linken ist gleich das Lavanza. Da ist im Moment immer Frühstück à la carte. Und da kann man sich Obst und Salat noch aussuchen. Oder Honig. Aber wie gesagt, im Moment sind wir ca. 60 Gäste hier. Hier ist der Friseur. Optik. Kleiner Supermarkt. Schmuck. Hier draußen kann man auch sehr schön sitzen. Das sind so kleine Lounge-Ecken. Und hier ist eigentlich das Hauptrestaurant. Aber das ist closed. Ja, meine Lieben. Das war das Barut Acanthus Zenit Collection in Ziede und ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, mit mir durch die Anlage zu cruisen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder, eure rollende Reporterin Drea. Bye bye, ciao ciao.